So, herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Wind Waker. Wir sind jetzt hier in der wahrscheinlich letzten Aufnahmesession und das war die falsche Taste. Das war die richtige. Ich muss jetzt rausfinden, wo die ganzen Splitter liegen. Das ist dumm, dass ich jetzt nicht nachgeguckt habe, denn ich habe das nicht mehr so im Kopf. Also nicht alles. Aber manche Sachen weiß ich halt noch. Und die ich weiß, klapper ich jetzt einfach mal ab. Und früher oder später finde ich auch die restlichen. Ein Splitter ist auf jeden Fall bei dem Tempel da oben. Nördlich von Portemonnaie. Anhand der Seekarten selbst ist das, wie gesagt, nur dann rauszufinden, wenn man schon die ganzen Flächen freigeschaltet hat, was ziemlich doof ist. Weil ich nämlich nicht alle habe. Was ich ja aufgegeben habe vor ein paar Videos. Wer sich noch daran erinnert. Aber das Gute ist ja, man sieht von weitem schon, wenn man richtig ist. Bei einem Sektor. Wegen diesem großen Lichtschein. Das könnte dann zwar auch eine normale Schatzkarte sein. Und warum sagt er nichts? Ich fahre total falsch. Muss nämlich dahin. Ja, es kann auch eine normale Schatzkarte sein, die Truhe, die eingezeichnet ist auf der Schatzkarte, aber in 8 Fällen ist es ein Triforce-Splitter. Ich denke mal, das Spiel läuft jetzt auch ein bisschen flüssiger, ich habe nämlich schon eine neue Festplatte, kommt mir schon so ein bisschen vor, denn die kann ein bisschen mehr Daten pro Sekunde schreiben. Also 100 Megabyte mehr. Oh, das hätte ich mir schnappen können, aber wozu? Rubine zählen keine Rolle mehr. Spielen keine Rolle mehr. Ich sehe gerade nicht. Ah, da ist es. Es gibt noch einen Terry-Händler, der eine Flasche, ein Herzteil und eine Schatzkarte hat. Zu dem kann ich auch noch gehen, der ist nämlich sehr teuer. Mache ich vielleicht auch noch gleich. Erstmal muss ich hier diese Truhe finden, kriegen. Aber ich glaube, wenn mich diese Kanone jetzt in Ruhe lässt, dann kriege ich das. Yay! Yay, mein erster Triforce-Splitter. Und es wird immer schön gesagt, wie viele noch fehlen. Das ist schon mal vorteilhaft. Kanon des Sturmes. So, hier irgendwo ist, glaube ich, der Terry-Händler. Gucken wir mal später vorbei, wenn wir zufällig in der Nähe sind. Da kommen wir auf jeden Fall noch hin, denn wir müssen ja auch noch irgendwann zur Verwunschen. Nein, muss ja gar nicht, dann muss ich ja doch nicht hin. Es gibt nämlich so einen Hinterausgang aus Hyrule später. Der ist witzigerweise genau bei der verwunschenen Bastion. Was irgendwie wenig Sinn ergibt. Oder schon, aber nur im entferntesten Sinne. Aber das werden wir dann später noch merken. Hier ist ja auch was. Das ist aber nicht. Das ist kein Splitter, glaube ich. Das ist eine normale Schatzkarte. Hol ich mir trotzdem natürlich. Solange mich kein Vogel da nervt. Überall wird man gestört, wenn man Schatztruhen heben will. Keiner will einem die Schätze gönnen hier. Ganz schlimm. Ein silberner Rubin. Auch nicht schlecht. Ich will ja nicht wissen, wo ich die Schatzkarte gefunden habe, die mir diesen silbernen Rubin gezeigt hat. Ob das jetzt irgendwie eine ganz schwierige war. Wo ich ganz viele Gegner für besiegen musste, das wäre dann ein bisschen enttäuschend. Gerade mal so eine Rubine dadurch zu bekommen. So, ich muss weiter nach links. War nicht ganz oben rechts auch so ein Splitter oder nur die Karte? Ich bin nicht mehr sicher. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass direkt neben dem hier dann
Vielleicht ist das auch falsch, wo ich gerade hinfahre. Wir werden es schon erleben. Früher oder später unweigerlich. Kann man bitte ein Tag werden, danke. Zelda ohne Musik ist so langweilig. Na? Ich glaube, ich bin falsch. Nein, bin ich nicht. Dein ist ein Leuchtscheinchen versteckt hinter dem von dem Stein, von dem Felsen. Aber ich werde bestimmt hier wieder gestört. Oh. Der da hinten ist gefährlicher, denn wenn man nah dran steht, wie gesagt, treffen die einen nicht. Kurioserweise. Hätten wir das auch erledigt. Sechs Stück, wo können die denn alle nur sein? Vielleicht gucke ich mal kurz nach hier. Ich bin da echt nicht sicher. Ich guck einfach mal. Bei Präludien ist, glaube ich, auch noch einer. Ist höchst selten, dass eine Schatzkarte, also eine Triforkarte und gleichzeitig der Splitter am selben Ort sind. Da ist die Karte ja auch eigentlich für die Katz, könnte man gleich noch später geben. So, bis hierhin sehe ich keinen Schein. Keinen Schein. Keinen Flugschein. Indiana Jones und so. Gut, dann bin ich hier definitiv falsch. In diesem Spiel kommt nicht auch immer so vor, als würde man rumtrödeln. Gehen wir denn hin? Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Das habe ich mir nämlich so schön merken können bei der Karte. Portemonnaie und Draconia und dann nach Norden. Und jetzt muss ich den Wind drehen. Sonst komme ich da nicht runter. Dann zwei Augengriff nach Süden. Und Tantopia war, glaube ich, auch nochmal nach Süden. Dann habe ich immerhin schon mal vier Splitter. Dann ist einer wohl noch in Präludien. Beziehungsweise in Umgebung. Dann hätte ich schon fünf, dann fehlen nur noch drei. Wo die wohl sind. Ups. Es könnte jetzt wirklich mal langsam Tag werden, ey. So eine lange Nacht hatte ich noch nie. Der Mond geht ganz langsam unter. Irgendwie habe ich Lust auf Käse gerade. Da ist schon mal ein Splitter. Yay. Und es wird Tag. Herrlich. Jetzt muss ich nur die richtige Stelle finden, ist gar nicht so leicht. Ich hoffe mal, das passt. Sieht gut aus. Das muss ja jetzt richtig sein eigentlich. Gut. Fünf. Thank you.
Da habe ich immer schon einen Fisch gefüttert, das mache ich am besten jetzt, wenn ich ihn zufällig sehe. Bevor wir uns nach Süden begeben. Fisch? Da ist er. Dummer Wind! So. Yeah, ich will dir doch in dein Futter bringen. Also lauf nicht weg. Hey Jungschön, gib mir deine Seekarte, dann gebe ich dir Tinte. Also diese Hauptregion sollte man schon irgendwie mal verzeichnen, dann weiß man noch genau, wo man hinkommt. Fliegende Händler, ja, diese Tauschgeschäfte, ne. Muss nicht sein. Ich glaube, irgendwo ganz rechts gab es auch noch Splitter. Weil, wie gesagt, da bin ich mir gar nicht so sicher. Unten rechts oder so dann später. Kommen wir schon noch hin. Ah ja, das war das. Okay, dann bin ich definitiv falsch. Machen wir eine Kehrtwendung nach andere Richtung. War ein bisschen... Ich muss ein bisschen den Wind drehen. Ich drehe mal nach Osten, dann fahre ich kurz ein Stück hoch. Wenn ich da war und da nichts ist oder da was war, dann... Porte ich mich nach Präludien. Moment, wollte ich da jetzt hin? Ja, wollte ich. Diese Viecher mag ich so gar nicht. Da hatten sie keinen Wüstensand mehr für diese komischen Krabbelfiecher. Da mussten sie die halt als riesige Wasserviecher wieder aufleben lassen. Aber vermissen tut sie trotzdem keiner. Ich frag mich ja gerade, warum ich keinen Greifhaken ausgewählt habe. Ach ja, wegen dem Futter. Den Fisch sieht man echt schon in großer Entfernung. Man sollte es gar nicht für möglich halten bei so einem kleinen Fisch. Wie er da springt. Mindestens noch 10 Kilometer entfernt. So, haben wir hier was? Oder schwimmen wir wieder nur blind hier rum? Scheinbar. Wunderbar, herrlich. Ja, so geht's halt in Wind Waker. Genau so. Jetzt geht's halt ein bisschen langsamer nach oben. Was ist das eigentlich für ein... Ist das eine Insel, ein Schiff? Ach, das ist die Feuerinsel. Wenn ich das gerade richtig sehe. Kann nicht sein, die ist bei Draconia, das ist irgendwas anderes. Irgendwas anderes, was ist das? Wohl eher die Eisinsel? Nein, auch nicht. Ich will jetzt wissen, was das ist. Ich könnte ja aus dem Fernglas einfach hingucken. Das wäre zu einfach.
Das ist eine Insel, ja, aber irgendwie ist da was drauf, was komisch aussieht. Okay, es sind scheinbar nur Palmen, aber möglicherweise ist da sogar ein Splitter. Damit habe ich nicht mal gerechnet, aber ansonsten ist es halt irgendwas anderes. Immer Wind. Gegen den Wind ist immer so schön. So, merkt's euch. Das ist nur ohne Wind. Das dauert auch überhaupt nicht lange. Müssen wir uns halt auf unser Gehör verlassen. Was auch total komisch ist, dass dieser riesige Schein früher weggeht als diese kleinen Scheine bei den kleinen Truhen. Da. Was will so ein Hai so nah an der Insel? Das ergibt keinen Sinn. Das wundert mich schon ein bisschen gerade, aber ich bin zufrieden. Dann können wir jetzt noch ein Stückchen höher gehen. Und vielleicht gibt es ja auch noch was. Und schon wieder Nacht. Bin ja in Versuchung, dann die kleine Tag- und Nacht-Melodie zu spielen, um wieder zum Tag zu gelangen. Aber der ist dann so kurz, der Tag, weil dann erst mittags es beginnt. Also hier ist garantiert nichts. Deswegen teleportiere ich mich jetzt nach Präludien. Und hier ist bestimmt noch irgendwo was. Präludien, die ereignisreichste Insel zufälligerweise, auch meine Heimatinsel. Die ich nie wieder betreten werde. So, da ist es schon, man sieht es. Ich muss nur ankommen. Ist das noch Osten? Wo der Wind hingeht, muss ja eigentlich sein. Bleib weg, Terry! Bleib stehen! Danke. Bin ich versichert. Was haben wir denn da? Überraschung. Eine Truhe, die von innen scheint. Und echtes Gold. Gut, das ist... Oh, das ist Osten. Das ist Osten. Und hier ist die falsche Richtung. Ich wollte so ein bisschen. Eigentlich wollte ich sogar so ein bisschen. Guck mal kurz nach, wo die letzten drei sind. Einen Moment. So, den Hauptteil der Nacht habe ich euch mal erspart. Ich bin lediglich von Präludien aus hierher gefahren und es ist nichts passiert. Es waren bestimmt 3 Minuten oder so. Und es fehlen nur noch 3 Splitter und ich weiß jetzt, wo sie sind. Ohne lange rumzusuchen. Umsuchen zu müssen. Denn einer soll sich hier befinden. Genau auf diesem Sektor. Ich sehe noch keinen Schein. Aber das ist doch kein Grund zum Weinen. Noch ist alles möglich. Und da funkelt es auch schon rötlich. Naja, nicht so ganz. Aber sonst hätte es nicht gereimt. So.
Jetzt lasst mich bloß in Ruhe, ihr Kanonen. Überall sind die Kanonen, deswegen, diese Splitter gibt's nur da, wo Kanonen sind. Ey, der will mich rammen. Der Saftsack. Ich glaube, das war ein bisschen zu früh. Die Kanonen stimmen mir zu. Ich, es geht mit dem ab gerade. Was hat denn der für Schüttelfrost? Was ist der spastische? Was ist das denn? Hm. Hatte ich auch noch nie. Endlich. Jetzt lasst mich mal in Ruhe den Schatz heben. Danke. Ist auch ein schlechter Platz zum Verstecken eines so wertvollen Triforc-Splitters direkt an Land hier. Da kann man nicht sehr weit runter gehen. Okay. Und jetzt umkreisen wir einmal kurz zur Hälfte die Insel. Und gehen dann noch ein bisschen weiter nach Osten. Mit dem Wind. Mit dem Wind. Irgendwo da. Das ist der Turm der Götter, da will ich jetzt nicht hin. Irgendwie, irgendwo dazwischen muss ja noch eine Insel auftauchen. Da ist sie auch schon. Ich freue mich auf Ganondorf, der ist ganz cool hier gemacht. Ist ja auch meines Wissens der älteste Ganondorf, denn Wind Waker ist ja, glaube ich, das späteste Spiel. Zumindest bei den 3D-Teilen. Es kann sein, dass bei den Gamer-Teilen irgendwie noch was anderes gemacht wurde, was späteres. Ansonsten ist Wind Waker hier das allerspäteste von der Timeline. Es wird natürlich jetzt wieder ganz groß, den Schatz zu bergen, während ich hier von diesen Typen da umschwirrt werde. Das wird spannend. Oh toll, jetzt muss ich kämpfen. Ich mache so einen Bumerang, weil es keine Munition verbraucht. So, ja, es geht nicht anders. Da muss ich mich manchmal schon treffen lassen, weil es zu viele sind. Ja, auch unverdient so groß und kommen so schnell her. Aber ich kann nur ganz langsam mit einem Mal meinen Bumerang werfen, muss dann warten. Ich kann auch nicht, während der Bumerang fliegt, dann irgendwie mal einen Pfeilbogen benutzen. Der kommt trotzdem angeschwommen, obwohl er keine Flüge mehr hat. Er will sich rächen. Und ich muss echt fast alle auslöschen hier. Glaub's aber nicht. Was ein Gemetzel. Es gibt hier ein Massengrab. Wo war denn jetzt? Irgendwo hier? Ja! Der vorletzte Splitter. Und jetzt kann ich schon mal langsam an die Börse gehen und ein bisschen kalkulieren. Langsam wird es lohnen mit so viel Gold. Dann werden wir reich und gönnen uns ein. Aber erstmal wollen wir nach Ishtusk. Das müsste doch hier sein, hoffentlich. Und wenn wir gerade schon da sind, ich glaube, eins oben drüber ist dieser besondere Terry-Händler. Da kann man gucken, ob wir noch eine Flasche abstauben. Und vielleicht können wir uns sogar das Herzteil noch leisten. Mal gucken. So, das ist auf jeden Fall Ishtusk. Ich tue mal den Wind nach Norden drehen. Wird jetzt eh nicht mehr schaden. Und ab geht's. Ja, ist wieder unpraktisch, dass da alles den Schein verdeckt, aber ich sehe ihn noch. Sieht fast so aus, als wäre er auf dem Land. Das ist wohl ein schlechtes Versteck. So. Und hier gibt es auch irgendwo ein Herzteil. Mal gucken, ob ich es jetzt krieg. Wenn ich schon mal hier bin. Probiere ich mal, ob ich es auch noch irgendwie einsacken kann. Thank you.
Yay! Damit hast du alle Splitter gefunden und das Gefork des Mutes vervollständigt. Seht euch das an. 17 Schatzkarten, wow, sehr viel. Sehr gut, Sam. Damit hast du alle Splitter gefunden und das Gefork kann wieder vollständig zusammengesetzt werden. Danke für diese obsolete Information. Gut, mal gucken, ob ich hier ganz zufällig an den Baum rankomme. Leider nicht. Geht das irgendwo? Von wo könnte das gehen? Ich gehe erstmal hier runter. Irgendwo gibt es hier noch ein Herzteil. Ich glaube, was ist das? Ein Kanu? Ey, wieso nicht? Ich kann bis dahin, aber ich komme nicht hoch. Das ergibt überhaupt keinen Sinn und deswegen mag ich diesen Enddragon nicht so oder die Mechanik in diesem Spiel überhaupt. Ich schätze aber mal, vielleicht muss ich da hoch. Wahrscheinlich kann er so steil nicht hochgehen. Das war klar. Dann bin ich gerade überfragt. Ich versuche höchstens nochmal an diesen Baum zu kommen, aber nee. Die Länge würde reichen, aber sie wollen mich nicht hochlassen. Das ist total unfair und ergibt keinen Sinn. Probieren wir es nochmal von der Seite. Das ist jetzt zu weit weg. Was? Witzig. Das geht. Toll, yay. Okay, dann lassen wir das einfach. Irgendwo ist hier noch ein Herzteil, aber egal. Brauche ich nicht. Wir wollen jetzt nach oben, also eine total andere Richtung. Denn der Terry-Händler ist, wenn ich das richtig sehe, eins oben drüber. Ich denke ja nicht, dass das irgendwie Tingle sein symbolisieren sollte. Terry hat ja mit Tingle nichts zu schaffen, obwohl es eigentlich beides so Sparten sind. Das ist Norden. Der Pfeil weist mir den Weg. Mal gucken, was Terry so auf Lager hat. Ich weiß es hier. Hab's ja auch schon erwähnt. Flasche, Herzteile und eine Schatzkarte. Bin richtig. Jetzt muss Terry auch nur da sein. Einer seiner Brüder zumindest. Das kann ja unmöglich alles er selber sein. Lange nicht mehr dieses Spielchen gehabt. Ich hab's schon schmerzlich vermisst. So. In der Ferne wieder einen Fisch schon zu sehen. Und Terry sehe ich auch schon. Ich glaube, der hat kein besonderes Boot. Aber ist trotzdem ein besonderer. Jetzt bin ich so schön im Rubine sammeln, jetzt muss ich abbiegen. Na gut. Volle Kanne drauf zu! Er versucht ein Ausweichmanöver! Stoppt ihn! Zack. Hat der immer so ein Horn da rum? Ey, der will weiterfahren. Er will abhauen! Haltet ihn! So, rein da. Ja, das ist er. Seht euch diese Maske an. Oh, Sie begrüße ich hier zum ersten Mal als Kunde. Sie haben aber wirklich Glück. Nur noch 7 Tage, dann schließe ich meinen Laden nämlich. Und deswegen veranstalte ich gerade einen großen Räumungsverkauf. Drücken wir. Die letzte, die ich habe. Offener Preis.
Schatz, keine Nachfrage, bedingt der Preis. Ja, super. Die Flasche ist mir eigentlich am wichtigsten jetzt. 500. 950. Und 900. Dann sage ich mal, die Flasche hole ich mir. Und ich habe irgendwie keinen Treuepunkt bekommen hier. Habe ich jetzt noch genug für das Herzteil? Müsst ihr warten, bis es runtergezählt ist? Ich könnte jetzt einfach abhauen, dann habe ich die Rubine vielleicht noch. Eher nicht. Ja, fürs Herzteil reicht es auch noch. Für die Schatzkarte käme ich wahrscheinlich dann eh nur an ein Herzteil. Letztendlich, also lohnt sich das auch nicht groß. Also, ist kein Unterschied da. Habe ich immerhin doch noch ein Herzteil bekommen. Yay, yeah, er ist glücklich, wenn ich glücklich bin. Die letzten Bestände sind weg. Mal gucken, ob es mir trotzdem gibt. Die haben nicht genug Rubine. Lass ich wieder solche Witze. Wenn es ums Geld geht, ich verstehe da keinen Spaß. Gut, kauf dir mal elektrisches Licht, wie wär's? Schön. Hätten wir das auch erledigt? Die 30 Treuepunkte, was dann mit Terry passiert, wie er sich freut und was er uns dann gibt. Das werde ich wohl mal irgendwann in einem Zusatzvideo zeigen. Ich habe mir vorgenommen, vielleicht mal, nachdem ich das Finale hochgeladen habe, irgendwann noch die restlichen Herzteile zu zeigen, wie ich sie sammle. Wahrscheinlich werde ich es vorher aufnehmen, dann irgendwie verschnellern, kürzen, schneiden und nachkommentieren irgendwie. Und da zeige ich dann auch so Kram mit Terry noch, wenn ich mal Lust habe irgendwann darauf. Aber jetzt geht's erstmal zum Finale. Und ich würde sagen, ich speichere hier nochmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao, ciao.